is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Während der 1000 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung findet das Gericht über die Gottlosen statt. Der Apostel Paulus weist auf dieses Gericht hin, als auf ein Ereignis, das der Wiederkunft folgt. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Daniel erklärt, dass als der Uralte gekommen war, das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde. In dieser Zeit herrschen die Gerechten als Könige und Priester für Gott. Johannes sagt in der Offenbarung: Ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht übergeben. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. In dieser Zeit werden, wie Paulus es voraussagte, die Heiligen die Welt richten. Mit Christus zusammen richten sie die Ungerechten, vergleichen ihre Taten mit dem Gesetzbuch der Bibel und entscheiden jeden Fall je nach den Taten, die während der Lebenszeit getan worden waren. Dann wird das Strafmaß ihren Taten entsprechend verhängt und neben ihrem Namen im Buch des Todes notiert. Auch Satan und die bösen Engel werden von Christus und seinen Kindern gerichtet. Paulus sagt: Wisset ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Und Judas erklärt: Die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Am Ende der 1000 Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden die Bösen von den Toten auferweckt und erscheinen vor Gott, damit das geschriebene Urteil vollstreckt werden kann. So sagte Johannes, nachdem er die Auferstehung der Gerechten beschrieben hatte: Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Und Jesaja erklärt über die Gottlosen, dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. The Lord is coming. Are you ready?